Hi Leute, und hier hätte ich mal wieder ein Werbeprospekt für euch, und zwar aus dem Jahre 2003. War ein ziemlich cooles Jahr, schauen wir mal rein. So, hier hätten wir den GameCube, der kam ja 2002 raus. Und ja, jetzt ein Jahr später gibt es schon wieder extra Versionen davon. Einmal in schwarz und natürlich, wie er rauskam, in lila. Ich habe natürlich in lila gehabt. Und da sehen wir auch noch ein paar Controller-Varianten. Ja, ich hatte den Standard-Controller. Ich hätte zwar gerne den Wavepad gehabt, aber irgendwie war ich damals noch nicht so überzeugt von diesem kabellosen Gedöns da. Und er war auch echt teuer zu der Zeit. Und ja, heute bereue ich es. Er ist echt teuer geworden, der Wavepad-Controller. Ziemlich schade, dass ich ihn damals nicht gekauft habe. So, gehen wir mal weiter. Das war natürlich auch eine coole Zeit. Der Game Boy Advance wurde langsam abgelöst von dem Game Boy Advance SP. Der ist nämlich auch in diesem Jahr bei uns erschienen. Und der kam dann auch direkt auch mit verschiedenen Farben. Richtig cool. Da hätten wir noch ein paar. Da gab es sogar einen Kopfhöreradapter für den Game Boy Advance. Aber ich glaube, das ist. Ja, das ist der Kopfhöreradapter für den SP. Habe ich mir mal eine Nachmachung gekauft. War ziemlich cool. Aber echt schade, dass sie damals den SP aber nicht mit Kopfhörern Buchse da rausgebracht haben. Jo, was auch verwirrend ist, ist Display. Hatte keine Hintergrundbeleuchtung, der Game Boy Advance. Das wurde dann mit dem SP wieder gut gemacht. Schade, der Advance mit Hintergrundbeleuchtung wäre die beste Handheld-Konsole gewesen, die es damals gab, auch von der Form her. Der SP, der war mir ein bisschen zu eckig. Der Advance, der lag wirklich schöner in der Hand. So, gehen wir mal weiter. Jo, hier hätten wir noch ein bisschen die Möglichkeit, den Game Boy Advance oder SP an den GameCube anzuschließen. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe diese Funktion eigentlich nie genutzt. Wäre cool gewesen, aber irgendwie kam es wohl nicht dazu bei mir. So, das war natürlich der Hammer damals. Es gab den Game Boy Player, da konnte man seine Game Boy, Game Boy Color und Game Boy Advance Spiele mit diesem Adapter an dem Fernseher spielen. Es ist so ein cooles Gerät und ich benutze sogar heute noch. Richtig cool, die alten Game Boy Spiele um einen großen Bildschirm zu zocken. Ja, hier bei Zelda Four Swords. Da kam natürlich die Funktion zum Einsatz, den SP mit der Konsole zu verbinden. Ja, habe ich auch nicht gemacht. Ich habe zwar mittlerweile die Kabel, aber ich kam nicht dazu. Was damals auch nicht viele wussten, es wäre auch einfach so mit dem Controller möglich gewesen, Four Swords zu spielen. Es fehlen dann zwar diese Zusatzinhalte, aber es wäre möglich gewesen. So, Pac-Man war natürlich auch ganz cool. Aber ist damals schon ein bisschen ausgelutscht gewesen. Also so groß erfolgreich war das Pac-Man-Game damals auch, glaube ich, nicht mehr dann. So, gehen wir weiter. Mario Party 5. War natürlich auch eine coole Zeit damals. Ich weiß gar nicht, war das jetzt der Teil, wo das Mikrofon dabei war? Aber ich glaube, das war noch ein normales Mario Party. Und Pac-Man 2 kam natürlich raus. Pac-Man 1 hatte ich jetzt erst vor kurzem gezockt. Ist ein cooles Spiel, aber ja, so richtig gefesselt hat es mich nicht. Und dann natürlich Mario Kart Double Dash. Das war natürlich ganz cool damals. Mit der Funktion, dass man hinten noch einen Beifahrer gehabt hatte. Gab es bis dahin noch in keinem anderen Mario Kart. So, einmal weiter. F-Zero GX. Das war leider bis heute der letzte F-Zero-Teil. War auch richtig cool und bis heute kam kein neuer Teil. Es kam damals die Aussage, wir haben das beste F-Zero gemacht. Und was sollen wir jetzt noch besser machen? Ja, schade. Bisschen bessere Grafik und ich wäre auch schon zufrieden. So, und hier hätten wir jetzt Star Wars Rebel Strike. Hat den Zusatz gehabt zum Vorgänger, dass man auch mit dem Charakter so laufen konnte. Also man konnte nicht nur den X-Wing steuern, man konnte auch ein bisschen durch die Basen laufen. War richtig cool. Habe ich aber auch noch nicht durchgespielt. Die Rogue Squadron Teile haben echt hohen Schwierigkeitsgrad, finde ich. Aber die haben alle Spaß gemacht. Und ja,
Wird auf jeden Fall noch weitergezockt. So, Final Fantasy Crystal Chronicles. Es war damals so, dass ich Squaresoft oder Square Enix hießen die damals schon. Also Square Enix hat sich damals schon wieder so langsam mit Nintendo versöhnt und hat so als Versöhnung wieder ein Final Fantasy Teil für Nintendo-Konsolen rausgebracht. Und der soll richtig gut gewesen sein. Habe ich auch in der Sammlung, habe ich mal angespielt, aber aus Zeitgründen auch nicht fertig gespielt. So, hier hätten wir noch Soul Calibur 2. War cool, weil Link damals in seiner Ocarina of Time Grafik für Soul Calibur rausgekommen ist. Hat damals echt viele begeistert, weil echt einige von Wind Waker enttäuscht waren. Ich fand beides gut und es war cool, da mal die Nintendo-Charakter im Soul Calibur zu spielen. So, True Crime Streets of L.A. ist sozusagen der GTA-Klon. Ist ganz cool gewesen. Gerade für Gamecube-Besitzer auch mal ein GTA-Feeling zu haben. So, dann machen wir mal weiter. Hier hätten wir Metal Gear Solid with Twin Snakes. War damals das Remake von Teil 1 und ich fand's super, ey. Also, Grafik und Gameplay waren der Hammer. Es war jetzt auch der Einstieg in meine Metal Gear Solids Serie. Mit dem Teil habe ich angefangen. Den PlayStation Teil habe ich nie gezockt. Ich habe gleich mit dem Teil angefangen und ich finde ihn super. Und er hat jetzt auch nicht so großartig viele Änderungen im Vergleich zu der PlayStation Version. Aber halt das Grafik-Update und das Gameplay aus Metal Gear Solid 2. Richtig cooler Teil, kann ich wirklich jedem empfehlen. So, 007, alles oder nichts. Jo, den Teil habe ich nicht gezockt. Aber ich habe Nightfire gezockt. Und da war der Multiplayer einfach super. Also wir haben damals die meiste Zeit in dem Multiplayer verbracht. Und es hat riesig Spaß gemacht, mit den ganzen James Bond Gadgets da im Multiplayer zu spielen. So, Project Number 03. Boah, habe ich auch nicht gezockt, aber ich muss sagen, sieht richtig schön aus, der Teil. Den werde ich auf jeden Fall nachholen. Habe ich jetzt durch die Zeitschrift mal wiederentdeckt. So, Tony Hawk's Underground. Ich bin mir nicht sicher, aber das war damals schon so der Abstieg von Tony Hawk. Ich hatte Tony Hawk 3 auf der Gamecube. Fand ich ganz gut, aber für mich bleibt und wird immer der beste Teil sein, Tony Hawk 2. So. Okay, Fever. Da sage ich mal nichts dazu. Und hier haben wir 1080 Avalanche, das Snowboard-Spiel. Das war jetzt bis jetzt das letzte Snowboard-Spiel von 1080. Und ja, ich habe es auf dem Gamecube und es macht Spaß. Echt schade, dass die Serie jetzt irgendwie nicht mehr fortgesetzt wurde, aber irgendwann kommt vielleicht mal wieder was. So, hier hätten wir Billy Hatcher. Ist eine Sega-Produktion gewesen. Bisschen schade, weil Sega hatte damals den Dreamcast und der ist ja natürlich richtig gefloppt und hat Sega dann angefangen, auch für andere Konsolen zu entwickeln. Echt schade um die Dreamcast, aber Sega hat richtig coole Spiele rausgebracht zu der Zeit. F-Zero war, meine ich, auch von Sega und Billy Hatcher ist bestimmt auch ein cooles Spiel, habe ich aber leider nicht. Aber ich kann mir echt vorstellen, dass sie da gute Arbeit geleistet haben. Achso, Beautiful Show war damals wirklich beliebtes Spiel. Ich habe es auch in der Sammlung, aber irgendwie bin ich nicht so in die Reihe reingekommen. Es war mir zu überdreht und vielleicht packe ich den Teil nochmal an, aber so ich gepackt hat mich das damals eigentlich nicht wirklich. Okay, hier geht's los mit Pokémon. Da gab es natürlich auch ein Pokémon Kolosseum-Teil. Habe ich auch nicht gespielt. Pokémon Pinball wird auch so sein wie jedes andere Pinball-Spiel. Und Pokémon Saphir-Edition und die Rubin-Edition. Ich glaube, die war recht beliebt damals. Aber für mich war damals irgendwie die Pokémon-Zeit vorbei und ich war in dem Alter, wo man dann gesagt hat, ach, Babykram, das spiele ich nicht mehr.
bisschen schade heute, wenn ich drüber nachdenke, wenn man dann auf die Preise guckt und vielleicht nochmal auf den Gedanken kommt, die alten Teile nachzuholen. So. Kirby's Nightmare in Dreamland. Habe ich auch, aber ich habe es angespielt. Es ist wie jedes andere Kirby und es ist gut. Es ist wieder das übliche Kirby. Also es macht auf jeden Fall Spaß. Habe ich auch nicht durchgespielt, aber wird auch noch passieren. Kirby ist einfach cool und geht eigentlich immer. So, dann Mario und Luigi. Das war mal so ein anderer Teil für Mario. Den habe ich damals auch gespielt und also wirklich super gewesen. Ich glaube, es gab sogar RPG-Elemente. War echt gut. So, Super Mario Bros. War natürlich die NES-Version für den Game Boy umgesetzt. Ganz cool, obwohl ich die Farben und alles viel besser in der Super Nintendo-Variante finde. Also die Mario All-Star-Variante. Aber zum Mitnehmen ganz cool. So, Advance Wars war damals richtig im Hype. War auch echt cool und gab es so vorher gar nicht auf dem Game Boy Advance. Und ja, eine richtig schöne Strategieumsetzung für den Game Boy Advance. So, Final Fantasy Tactics Advance ist, glaube ich, so ein Port sozusagen von der PlayStation-Version. Und sozusagen der erste eingedeutschte Final Fantasy Tactics-Teil, der bei uns rauskam. War richtig cool eigentlich für den Game Boy Advance. Hat Spaß gemacht. War mal was anderes. Dann natürlich jetzt hier der Hammer. Golden Sun, die vergessene Epoche. Der Nachfolger von Golden Sun. Richtig cool. Also richtig schönes RPG. Ich habe Teil 1 richtig geliebt. Haben auch lang gezockt und beendet. Die vergessene Epoche habe ich auch in der Sammlung, aber kam leider noch nicht dazu, den zu zocken. Aber den werde ich auch nachholen. So, dann gab es noch eine Herr der Ringe-Umsetzung für den Game Boy Advance. Kann ich nichts dazu sagen, aber so von den Bildern her sieht es schon recht ordentlich aus für den Game Boy Advance. Und dann Mega Man Zero Two. Ja, die Mega Man-Teile haben eine richtig große Fangemeinde. Aber ich komme bei Mega Man nicht rein, also es ist einfach zu schwer für mich. Obwohl die Spiele eigentlich richtig cool sind, gerade die Zero-Teile. Aber mal gucken. Irgendwann schaffe ich sie vielleicht mal. So, Bugtai, the sun is in your hand. Das war mal so richtig ausgefallen damals. Das Game Boy Advance Modul hat einen Solarsensor gehabt. Also man konnte rausgehen mit dem Game Boy, den in die Sonne halten und konnte damit sozusagen in-game etwas beeinflussen. Ich hätte gerne den Teil, aber die Preise sind echt zu krass geworden. Aber irgendwie möchte ich echt gerne den Teil nachholen. Irgendwann leiste ich mir den mal und schenke mir selber den Teil. So, Findet Nemo. Da sage ich nichts dazu. Und ja, dann gab es wieder Hobbit, wieder ein Herr der Ringe-Spiel. Kann ich auch nichts zur Umsetzung sagen, aber so von den Screenshots hier, schöne Grafik. Ich denke mal, das könnte Spaß machen. So, Banjo-Kazooie für den Game Boy Advance. Ich glaube, das war schon ein Fehler damals. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Teil nicht so gut ankam. Spyro Adventure. Ich glaube, alle Spyro-Games waren recht durchgängig cool. Ich habe die Reihe noch nie gezockt. Aber eigentlich habe ich immer nur Gutes über Spyro gehört. Und es wird auf jeden Fall auch bei mir mal nachkommen. So. Hier hätten wir noch Top Gear Rally. Das typische Autospiel wieder mal. Und natürlich wieder nochmal was über FIFA. Jo. Über FIFA kann ich nichts Gutes sagen. Also ich interessiere mich wirklich gar nicht für Fußball. Und hier ist nochmal eine Auflistung. Sozusagen Inhaltsverzeichnis, was jetzt alles an Spielen in dem Heft vorkam. Und wenn, ja, das war's dann schon von dem Heft. War echt eine coole Zeit mit den Werbebroschüren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis bald!